Moin Moin, was geht ab, Boys and Girls? Euer FIFA-Teacher hier. Und es ist eine sehr, sehr interessante Karte gekommen, und zwar der gute Clarence Seedorf. Und ja, haben uns gestern im Stream sogar schon angeguckt. Allerdings sind wir da jetzt nicht so mega ins Detail gegangen. Ich mache dazu jetzt eine Review, weil ich den deutlich interessanter finde jetzt als zum Beispiel ein Van Nistelrooy. Was ganz interessant ist, man kann die Karten mittlerweile, ja, es ist keine zeitliche Begrenzung, also es sind jetzt nur auf den Leihkarten, wenn man den Leihspieler testen möchte, hat man 30 Tage dafür Zeit. Für den Seedorf hat man jetzt unendlich Zeit, also bis zum Ende von FIFA 19 kann man die Karte machen, wenn man möchte. Finde ich sehr, sehr cool, finde ich sehr, sehr angenehm. Das hat EA wirklich gut gemacht dieses Mal. Und wir schnacken nicht lange, wir gucken mal direkt rein. Und wir können jetzt hier schon mal gucken, merkt euch die Zahl. Der kostet 1,9 bzw. 2,1, jetzt PC lassen wir mal außer Acht. Kostet der auf der Xbox bzw. PS4, also roundabout 2 Millionen, wird er kosten, wenn man nicht die SBC macht, ja? Wenn man nicht die SBC macht, wenn man ihn sich einfach so kauft, ja? Einfach mal die Zahl im Hinterkopf behalten. Und wir schauen jetzt mal rein, ohne dass wir jetzt irgendwas raufgepackt haben. Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich jetzt die Basic-Karte kauft, ja, man kann ja auch diese Basic-Karte kaufen, ja. Die ist schon, die ist nicht gerade günstig, die, der Basic-Chemie-Style. Ich finde, mit Basic sieht er gar nicht so verkehrt aus, ja. Da hat er wirklich Agilität, was mir so ein bisschen, wenn man jetzt nicht auf, wenn man jetzt gar nichts drin hat, also wenn man jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie auch, wenn man die Karte jetzt so sieht, wie sie ist, finde ich, ja, also die Beweglichkeit gefällt mir halt gar nicht. Ich persönlich habe aber Engine raufgehauen, ja. Ich finde, mit Engine sieht die Karte sehr, sehr gut spielbar aus, weil ich habe aus folgendem Grund das gemacht. Dadurch wird halt die Geschwindigkeit bei ihm gepusht. Dadurch hat er eine 84 im Antritt und eine Sprintgeschwindigkeit von 88. Finde ich für einen ZOM, und ich finde, man kann ihn auch wirklich hauptsächlich im ZOM spielen, vielleicht auch noch im ZM, ja, vielleicht noch im ZM, aber eher im ZOM. Als ZDM, also als Sechser, als Defensiven würde ich ihn auf gar keinen Fall spielen. Und, ja, die Frage ist jetzt, als Stürmer, schwierig, finde ich halt die Beweglichkeit wiederum nicht so pralle. Also ich persönlich brauche immer Spieler, die echt eine enorme Beweglichkeit haben, und ja, also ich finde ihn als ZOM, finde ich ihn überragend. Also da finde ich ihn wirklich top. Schusswerte, finde ich, braucht man nicht unbedingt bei ihm pushen. Deshalb habe ich das hier auch nicht gemacht. Passwerte, wenn man mit Engine spielt, die sind fast alle bei 99. Curve, also Effet, hat er sogar 86. Finde ich auch richtig, richtig gut. Genau, Beweglichkeit, das war für mich so, weil er ist 1,76 groß, ja, er ist 1,76 groß und hat eine nicht so hohe Beweglichkeit, also wenn man jetzt nicht Engine draufkloppt, dann hat er eine 76, da finde ich die Beweglichkeit halt wirklich nicht so pralle bei ihm. Daher habe ich gesagt, gut, man muss ihn so ein bisschen in der Beweglichkeit und, ja, und im Antritt pushen, finde ich. Die restlichen Werte, finde ich, muss man gar nicht unbedingt pushen, weil auf Defensive gehen wir jetzt gar nicht großartig ein, ja. Wir gehen jetzt nochmal auf die Physis ein. Da hat er halt mit Jumping, mit Sprungkraft 75 ist auch nicht so pralle mit 1,76 groß. Also daher würde ich auch schon davon abraten, ihn halt sowieso überhaupt auf die Idee zu kommen, ihm im ZDM zu spielen, ja, mit der Größe. Schwierig. Ich meine, Kanté ist auch nicht der Größte, aber Kanté hat halt ganz andere Defensivwerte, ja, muss man auch bedenken. Und, ja, Stärke und Ausdauer auch überragend, finde ich. Super, super spielbar. Aggressivität geht auch voll klar. Und die Dribble, und dadurch, dass Engine drauf ist, hat er wirklich Top-Werte im Mittelfeld halt, ne? Also fürs Dribbling. Also für ein ZOM ist der Mann perfekt. Also ich werde den definitiv noch testen, die 82er, die Leih-Version, wo man 82er Gesamtrating von den Spielern her braucht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt könnte man mal gucken, was hat er mit Catalyst.
Ja, mit Catalyst wird halt leider nicht die, da ist er deutlich schneller mit. Aber ich finde so der Dribbelwert, ich würde bei ihm persönlich den Dribbelwert pushen. Ich kann aber auch das so machen, dass wenn ich den nochmal teste für euch, dass ich wirklich 5 Spiele ihn auf Engine spiele und 5 Spiele zum Beispiel auf einem anderen Chemie-Style. Schreibt das gerne in die Kommentare, auf welche Chemie-Styles ich ihn testen soll. Denkt dran, ich habe nur 10 Spiele, um ihn vernünftig für euch zu testen. Ja, so, jetzt sind wir drüben auf dem Account und ihr solltet euch ja die Zahl von sage und schreibe 2 Millionen merken. Ja, der gute Mann ist 2 Millionen, kostet der auf der Xbox bzw. PS4, wenn man ihn sich einfach so kauft. Jetzt hat man hier natürlich die Möglichkeit, das habe ich ja gerade schon gesagt, 10 Spiele noch mit ihm zu machen. Und denkt dran, man kann auch in den Division Rivals die Untradable Packs ziehen. Ja, da kriegt man auch eventuell ein paar 82er Spiele oder so, die man hierfür nutzen kann. Und dann kann man die quasi diesen Leihspieler, wenn man möchte, quasi kostenlos abschließen. Oder man erbietet sich jetzt die Tage, wenn die Rewards gezogen werden, einfach für 700 Coins oder 750 Coins einfach 82er Spieler. Die kriegt man schon für 750 Coins, wenn jetzt alles wieder so ein bisschen im Keller ist, nachdem diese Ligen 81 plus Upgrade-Geschichten vorbei sind, ja, dann kann man das eigentlich wieder relativ easy peasy hier für einen schmalen Taler abschließen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, wir gucken uns mal an, was der gute Mann hier eigentlich, ja, was jetzt die SBC eigentlich von ihm kostet, nachdem wir, das ist so der zweite Teil des Videos jetzt, ihr könnt da eigentlich, wenn euch das jetzt nicht interessiert, da wird jetzt nicht großartig noch was Spannendes kommen, wo ich jetzt auf die Stats von ihm eingehe. Das habe ich im ersten Teil getan. Also hier ist das für die Leute, die wissen wollen, was er jetzt genau kostet. Ja, da habe ich das für euch mal genau ausgerechnet, was man für Packs bekommt, was die SBC-Packs jetzt eigentlich kosten. Und da sind das bei ihm, also wie gesagt, er kostet insgesamt, wenn man jetzt die, genau, das, darauf wollte ich hinaus, wenn man ihn jetzt insgesamt macht, ja, wenn man wirklich die SBC zu ihm jetzt abschließt, dann muss man zwischen 1,4 und 1,5 Millionen, je nachdem, ob PS4 oder Xbox, ob es PS4 oder Xbox ist, abschließen. Also 1,4 bis 1,5 Millionen, das ist nicht wenig. Also für diese erste Challenge, ja, jeder fängt mal klein an. Dort bekommt man ein Silberspieler-Pack, Kostenpunkt, also wenn man hier, wenn man wirklich das im Vorwege sich für 150 Coins seltene Bronzespieler aus einer bestimmten Liga holt, kann man diese Challenge, die werde ich auch definitiv wieder machen, die beiden Challenges hier, die erste und die zweite, kann man das für 1500 Coins, kann man diese Challenge abschließen und kriegt ein 5K-Set, ja. Hier, bei der, die kann man, wenn man pfiffig ist und wenn man sich seltene Silberspieler für 250 Coins im Vorwege schon erbietet und ein bisschen Geduld hat, dann kann man diese Challenge hier für 2500 Coins abschließen, ja, und kriegt dafür ein 12.500er Set, kriegt man dafür, ja, 12.500 Coins an Wert, ja. Dann haben wir hier Weltklasse. Weltklasse kostet, wenn man es jetzt macht, so um die 40 bis 45k, je nach Konsole. Und man bekommt dort ein 30k-Set raus, ja. Man bekommt ein Set im Wert von 30.000 Coins. Hier ist so ein bisschen das fetteste Set oder das teuerste auch, aber man kriegt auch was Gutes dafür. Hier muss man zwischen 400 und 420.000 Coins ausgeben, weil man eine Ikone braucht. Es sei denn, ihr wollt jetzt unbedingt Seedorf machen und ihr habt noch eine schlechte Baby-Icon, sage ich mal, aus diesem Baby-Icon Sets gezogen, ja, dann könnt ihr natürlich hier diese Ikone eintauschen. Das wäre natürlich richtig, richtig pfiffig, ja. Also hier kriegt man ein 100k-Set und muss, wenn man sich die Ikone kauft vorher, 400 bis 420.000 Coins aufbringen. Dann haben wir hier ein 83er-Set. Hier gibt es ein Mega-Pack für, ja. Da wären wir bei, ja, an Ausgaben von ca. 40.000 Coins und man kriegt ein 35k-Set raus, ja. Also plus, minus null kann man grob sagen. Dann haben wir hier ein 84er-Rating, da gibt es ein Prime-Goldspieler-Set, ein 45k-Set. Ausgeben muss man allerdings um die 75.000 Coins. Dann haben wir hier das 85er-Set, ist ein seltenes Spieler-Pack, also man kriegt ein 50.000 Coins, also ein Pack im Wert von 50.000 Coins. Und ausgeben muss man knapp 125.000, 130.000
Coins, ja. Dann haben wir hier das 86er Set. Da kriegt man ein, da kriegt man auch ein 50k Set. Also das ist ein Jumbo Premium Goldspieler Set. Das ist auch 50.000 Coins wert. Da sind aber, glaube ich, 30 Spieler drin, aber nicht alle selten. Das ist so ein Mix aus seltenen und nicht seltenen Spielern. Also es ist auch 50k wert, dieses Set. Und Kostenpunkt für dieses Set oder für diese Challenge sind 190.000 Coins in etwa. Müsste man dafür ausgeben. Dann haben wir hier die 87er, das 87er Rating. Da kriegt man seltene Megaset, hat einen Wert von 55k, ja. Und man bekommt, und oder man muss ausgeben, 253.000 Coins, ja. Das ist schon ein bisschen, ja, das schmeckt nicht so, das ist ganz schön teuer. Und hier, last but not least, man kriegt hier ein 100k Set. Und muss ausgeben ca. 330.000 bis 350.000 Coins. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, also man hat insgesamt, muss man 1,4 bis 1,5 Millionen müsste man bezahlen. Ja, 1,4 bis 1,5 Millionen. Und man kriegt Packs genau im Wert von 472.500 Coins. Ja. Wenn man ihn sich jetzt kauft, bezahlt man 2 Millionen. Ich finde insgesamt in Relation, ich finde es geht. Also man kriegt aus den, man hat ja oft auch Glück, dass man in den Packs noch eine Kleinigkeit zieht. Ich finde Seedorf an sich ist wirklich eine lohnenswerte Ikone, ja. Ich persönlich hätte ihn sogar gemacht, wenn ich jetzt keine Road to Glory machen würde. Also wenn ich jetzt wirklich Spieler wäre, der so auch mit Points arbeitet und so, dann hätte ich ihn wohl sogar gemacht. Aber wartet die Tage nochmal ab. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal wirklich ganz genau testen, indem ich nochmal 10 Spiele mit ihm teste. Aber schreibt gerne mal rein, welchen Chemiestil ich auf ihn anwenden soll, ja. Da werde ich so von den Kommentaren, was am meisten wirklich am häufigsten aufgetaucht ist von den Chemiestilen her, daraufhin werde ich ihn testen, ja. Also schreibt das gerne rein und ja. Würde ich mich freuen, wenn ihr das, wenn ihr da ein bisschen was in die Kommentare schreibt. In dem Sinne bin ich raus, ihr Lieben. Und